Also erst gerade mit einer engen Kollegin davon gehabt, wieso gewisse Freundschaften zu Bruch gehen und was für uns wäre, wenn uns das passieren würde. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Weil ich habe halt einfach eine Ansicht und ich lebe auch ziemlich in meiner Bubble. Also bin ich angeguckt und habe mir überlegt, wie ich am besten Geschichten von anderen Leuten sammle. Durch den QR-Code auf dem Plakat hat man mir seine eigene Geschichte zuschicken. Und dabei ist ganz viel Verschiedenes herausgekommen. Um die Geschichte jetzt zu bearbeiten, habe ich mir aber Hilfe geholt. Das ist die Steffi. Und das ist die Florina. Wir sind eigentlich zusammen aufgewachsen. Ich kenne sie nämlich aus dem Kindergarten. Und das sind jetzt etwa 17 Jahre. Aber eigentlich nicht. Ja, voll. Können wir vielleicht auch zusammen schneidersitzen, dass wir einfach so... Schauen wir mal nicht. Es sieht nicht ganz. Es sieht nicht. Wir können noch mal ab. Ja, voll. Ja. Weil dann ist es gerade so natürlich. Ja. Okay, das hat irgendwie nicht gebraucht. Oh. Okay, Leute. Ich kann auch so. We, male and female, were best friends for over 4 years. Knew everything about each other, told each other everything, and spent every free second together. Until I broke up with my boyfriend and he apparently saw an opening to make a move. To be fair, he told me everything about his love life and it always involved blonde, skinny Swiss girls. And I was literally the opposite. Me being heartbroken did the wrong thing and it led to us hooking up multiple times. But I told him I would only do it if he promised me that nothing would change about our friendship. Well, one day we agreed to stop hooking up and only be friends again. And the next day I was blocked everywhere. I felt so used and betrayed. We haven't spoken in 4 years. He tried reaching out multiple times, but he broke something in me that can never heal again. Es gibt ja schon mega häufig eigentlich, dass so Frauen und Männer miteinander befreundet sind. Und ich glaube, das wäre auch ein bisschen meine Angst, dass es dann so rauskommen könnte. Du kannst so eigentlich mega gut herausfinden, ob jetzt vor allem halt dann der männliche Kollege, bin ich auch ein bisschen Arsch. Mega, ganz ehrlich, ja. Also wenn er das macht, mega. Dann weisst du eigentlich nachher, okay. Ja. Aber ich glaube, es ist wie nicht, also die Person hat es wie nicht gewusst. Also nachher natürlich ist das alles in die Hose und erst dann hat es gecheckt. Aber am Anfang hat es so schön, dass alles mega so klar kommuniziert worden wäre. Ja. Und dass dann wie halt so etwas braucht, dass ihn, also dass erst dann das, was sie nicht spielt, ist schon krass. Sie hat ja dann gesagt, dass er hat dann nochmal versucht, ein paar Mal sie zu kontaktieren. Ja. Dann finde ich es auch mega stark von ihr, dass sie dann halt wie gesagt hat, hey, schau, du hast mich jetzt so verletzt. Ja. Das ist schon. Ich will nicht. Dass du dann vielleicht sagst, ja, sorry, jetzt ist es halt... Mega, ja, mega. I've been friends with this girl for around 11 years, but she would always get mad at me for simply talking to my own friends and other people. Looking back, I realized her behavior was out of jealousy. I noticed she would always try to one-up me and then get mad at me if she failed. If I learned anything through that time, it was that I shouldn't hold on to friendships so much. People come and go. At the end of the day, you only have yourself. Also, eigentlich sagt sie oder er, dass halt wohnen. Sie noch in der Freundschaft war, ist die andere Person immer eifersüchtig gewesen, ja, voll. Wenn sie mit anderen ist. Und das finde ich schon eigentlich schwierig in einer Freundschaft, ja. Weil du kannst nicht eine Person ja für dich beanspruchen. Nein, du kannst nicht so eifersüchtig sein, dass die andere Person eigentlich nichts mehr machen kann ohne dich. Ich meine, das ist mega ungesund. Ich finde, es klingt sich wie eben jemand, der gerade so ein bisschen verletzt wurde. Und jetzt ist er so, hey, ich kann niemandem mehr vertrauen. Ja. Du musst Leute vertrauen. Und ja, sie können dich dann verletzen, weil du zeigst dich ihnen. Aber das Risiko muss eingehen. Mega. Du kannst nicht anders. Das ist ja scheiße. Also. Das ist etwas, was so jemand von uns machen und das wäre so ein ausschlaggebender Grund zu sagen, nein, ich kann nicht mit der Person mit umgehen. Ich glaube, ich finde das. Ich glaube, das meistens gar nicht im Kopf. Was? Würde dir eine Katze umbringen? Das ist ein. Shit. Dann würden wir uns nicht schon denken. Dann kommst du vor. Nein, aber im Fall wirklich mega. Nein, ich glaube, es gab nicht so mega einen Moment, sondern würde dir jetzt einfach aus dem mega komisch werden. Ja. Und so eure ganze Persönlichkeit komplett ändern und wirklich komische Sachen machen. Oder mich auch mit reinziehen, so mega schräg. Oder so nach Sekte gerade. Ja, mega.
Oder das genau das Gegenteil, ignorieren. Weißt du, ja. So ganz anders wäre, komplett anderes Leben und ja. Gar nicht. Ja, voll. Aber ich habe mega das Gefühl, wir könnten uns auch mega verändern in verschiedene Richtungen und dann aber wie wieder zurückkommen. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und wenn wir dann beieinander sind, wäre es so, als hätten wir nie irgendwie etwas. Das also, als wären wir nie auseinander gewesen oder so. Ich glaube, das kommt auch mega, halt eben, weil wir uns schon so lange kennen, du hast immer etwas zu schätzen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Schiss, dass mir auch so etwas passiert. Was unter anderem vielleicht auch der Grund ist, wieso ich jetzt ein Video mache. Ich glaube, es ist mega wichtig, in einer Freundschaft eine offene Kommunikation zu haben. Und auch die kleinen Sachen anzusprechen. Und wenn man jetzt vielleicht das Gefühl hat, dass man sich nicht genug wohlfühlt, um so Sachen anzusprechen, muss man sich vielleicht auch ein bisschen überlegen, ob das wirklich eine gute Freundschaft ist. Aber ich glaube, schlussendlich kann es halt immer passieren, dass man sich aus den Augen verliert oder irgendwie verstreitet. Natürlich hoffe ich das absolut nicht. Und ich hoffe auch, dass in 10, 20, 30 Jahren Steffen und Florina immer noch so in meinem Leben werden sein wie jetzt. Aber ich weiß es halt nicht. Und ich glaube, es bringt nichts, wenn ich mir jetzt anfange, Gedanken machen und Sorgen machen, dass ich sie verlieren könnte. Weil eigentlich ist es viel wichtiger, dass ich sie jetzt geniesse und jetzt die Freundschaft geniesse, die wir haben.